Herzlich willkommen zum roten Teppichempfang vor dem Mariinsky-Palast in Kiew. Der Palast ist übrigens eine Kopie von Versailles und ihn hat die Zarin Elisabeth I. in Auftrag gegeben bei ihrem Hofarchitekten Bartolomeo Rastrelli. Klingt italienisch? Vielleicht ein Omen, wie der diesjährige Eurovision Song Contest ausgehen wird. Jetzt versuchen wir, möglichst viele der Künstler vor die Linse zu bekommen. Drückt uns die Daumen. Gleich geht's los.